Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht reinkommen. Wieso schreist du? Alter Schwede. Ein Pickel, ja. Aber mittlerweile geht es mir ja wieder gut, wie du siehst. Früher war das ja nicht so. Also ich hatte wirklich eine unreine, fettige Haut. Und ich habe es aber geschafft, eine reine Haut zu bekommen. Und ich habe so viele Sachen wirklich ausprobiert in meiner Vergangenheit. Also wirklich, ich habe wirklich auch ausprobiert. Aber man gibt ja die Hoffnung nie auf. Und ich habe jetzt so viel auch Erfahrung gesammelt, dass ich einfach jetzt auch weiß, was wirkt und was nicht. Also ich habe auch einfach sehr viel auch recherchiert und zeige dir jetzt in diesem Video, wie du sehr schnell einen Pickel los wirst. Also wie ich bereits schon gesagt habe, ich habe früher sehr viel ausprobiert und mir war es damals sehr wichtig, dass einfach das wirklich sehr schnell wirkt, dieses Produkt, also dass die Pickel schnell verschwinden, genau. Und das ist gar nicht so leicht, sowas zu finden, aber ich habe mittlerweile ein Produkt gefunden, wo die Entzündung sehr schnell zurückgeht und viel effektiver ist als irgendein Drogerieprodukt. Und da du mich ja vielleicht jetzt schon ein bisschen kennst aus den alten Videos, mir ist es immer total wichtig, dass du erstmal verstehst, was eigentlich auf der Haut passiert, also wie ein Pickel überhaupt entsteht, weil wenn du nicht verstehst, was da eigentlich vor sich geht, kannst du eigentlich auch nicht deine Pickel behandeln. Also als Mädchen weiß man ja auch, wie zum Beispiel Tage so funktionieren, also man kennt den ganzen Zyklus eigentlich, also und ja, da versteht man ja seinen Körper so und deswegen sollte man eigentlich auch verstehen, wieso Pickel entstehen und wann und wie. Und deswegen erkläre ich erstmal das und dann, was eigentlich dagegen wirkt. Das macht doch Sinn, oder? Also Bakterien befinden sich wirklich überall und so gelangen auch Bakterien schnell mal auf deine Haut. Hast du einen geschwächten Sorgeschutzmantel, das ist meistens der Fall bei unreiner Haut, dann ist deine Haut nicht genug säuerlich. Und wenn deine Haut nicht genug säuerlich ist, dann können sich Bakterien dort vermehren. Und dadurch kann es auch mal schnell passieren, dass eine Bakterie in der Pore mit eingeschlossen wird und sich dann dort weiter und weiter vermehrt. Und so entsteht dann ein Pickel. Und wenn du wissen willst, was gegen schwarze verstopfte Poren hilft, dann schau dir dieses Video an. Und wenn du wissen willst, wie du deine Haut säuerlich hältst, damit halt die Bakterien sich nicht mehr vermehren können und keine Pickel entstehen können, dann schau dir dieses Video an. Und es bleibt natürlich die Frage, was hilft schnell gegen Pickel? Das ist für Sie? Ja. BPO ist ein viel eingesetztes und bekanntes Arzneimittel. Vielleicht kennst du es deswegen schon. Und wenn du schon verwendet hast, ich zeige dir eine neue Methode, wie ich es anwende und wie du irgendwie schonend auch deine Haut dabei behandelst. Also bleib bis zum Schluss. Übrigens ist BPO nicht verschreibungspflichtig. Also du kriegst es einfach so bei der Apotheke, aber du kannst natürlich auch zum Arzt gehen, also zum Hautarzt. Auch zu irgendeinem Arzt oder einem Hausarzt, die verschreiben dir das auch. Kriegst du vielleicht dann auch kostenlos, kommt glaube ich auf die Krankenkasse drauf an. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber so könnt ihr auf jeden Fall Geld sparen. An meine Geldsparer unter uns. Also wie wirkt BPO? BPO wirkt, indem es durch seine fettlösende Eigenschaft in die Pore gelangen kann und dort dann Sauerstoff freisetzt und dadurch geht dann die Bakterienanzahl zurück. Und somit verschwindet das Pickel. Und das ist wirklich so die Notlösung für mich. Also ja, das ist so meine Geheimwaffe. Und für diejenigen, die BPO nicht kennen, also
Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Aber bei jeder guten Sache gibt es natürlich immer ein paar Nachteile. Und deswegen gehen wir jetzt zur Anwendung. Also passt auf bei der Anwendung, denn deine Haut kann durch eine großflächige Anwendung total gereizt, gerötet reagieren. Und das hat damals mir mein Hautarzt vergessen zu sagen. Und ja, so ich, am Ende sah ich dann so aus. Also ich hatte dann einfach noch mehr Pickel. Und das hat mich so wirklich... Es hat echt, das ist... Oh, ich habe immer noch ein bisschen Wut auf den, weil... Vor allem, wenn ein junges, kleines, süßes Mädchen zum Hautarzt geht und wirklich das Gesicht voller Pickel hat und dem Mädchen dann nicht mal erklärt wird, wie man diese BPO anwenden sollte, dann finde ich das einfach unfair, weil meine Haut hat dadurch hat halt total überreagiert, gereizt, gerötet und meinen Säureschutzmantel zerstört. Und dadurch habe ich einfach noch viel mehr Pickel bekommen. Also deswegen ist es total wichtig, dass ihr die BPO einfach nur punktuell auf das Pickel auftragt und nicht großflächig. Und jetzt zu meiner sehr schonenden Anwendung, denn laut Studien wurde bewiesen, dass wenn du die BPO-Creme nur 15 Minuten auf deiner Haut lässt, dass es das gleiche bewirkt, als wenn du es dann einfach auf deiner Haut lässt, also über den Tag. Und deswegen ist es besser, wenn du es nur 15 Minuten drauf lässt, als über den ganzen Tag und du hast die gleiche Wirkung. Und das mache ich immer. Damit kommt dann auch meine Haut sehr gut zurecht. Es gibt übrigens die BPO-Creme in unterschiedlichen Konzentrationen, also 3%, 5% und 10%. Ich habe 3% und 5%, je nachdem, wie schlimm mein Pickel ist. Ach ja, und was noch total wichtig ist, ist natürlich die Aufbewahrung der BPO-Creme. Denn die BPO-Creme verliert ihre Wirkung, wenn sie nicht kühl und lichtgeschützt gelagert wird. Deswegen wichtig, tu sie einfach in den Kühlschrank. Das sollte reichen. Das mache ich auch immer. Wenn man das Ganze jetzt kritisch betrachtet, ist es natürlich so, dass du immer den bereits entstandenen Pickel behandelst. Und somit das eigentlich keine dauerhafte Lösung ist, weil wir wollen ja eigentlich erzielen, dass deine Haut gar keine Pickel mehr verursacht. Ich meine, okay, wenn ich jetzt einen Pickel bekomme, da benutze ich schon die BPO-Creme. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass wir eine reine Haut bekommen wollen, also eine normale Haut, die einfach nicht mehr so fettet und die einfach gar keine Pickel mehr verursachen kann. Das ist so das Problem, was die Firmen ja auch gar nicht so beabsichtigen, die so Pickelprodukte verkaufen. Die interessieren sich eigentlich nur für die Behandlung der Pickel, aber du sollst ruhig wieder einen Pickel bekommen, damit du ihn wieder behandeln kannst. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich unfair. Und deswegen habe ich eine Methode entwickelt, wo du deine natürlichen Hautfunktionen herstellst und somit auch keine Pickel mehr bekommen kannst. Ihr seht ja auch, ich habe keine Pickel mehr und ich habe eigentlich eine unreine Haut. Also ich muss auch gewisse Dinge tun, damit das auch so bleibt. Das Ganze habe ich in meinem Schnellkurs gewidmet. Da sind auch kosmetische Behandlungsmethoden inbegriffen. Also du lernst, wie du wirklich selber dich behandeln kannst, wie die Kosmetiker es eigentlich tun. Ich meine, Kosmetiker sind ja nicht dumm, also die wissen schon sehr, sehr viel. Und deswegen bin ich selber immer zum Kosmetiker früher gegangen und habe dann auch einen Kosmetikkurs besucht und habe viel gelernt und das lernst du auch alles in meinem Schnellkurs. Ich kann es dir nur empfehlen, weil ich bin auch daran interessiert, dass es deiner Haut besser geht und dass du keine Pickel mehr hast, weil ich habe sehr darunter gelitten und sicher auch du. Ich wurde deswegen auch gemobbt. Also wenn dich das überhaupt interessiert, die Story, dann schreib mir in den Kommentaren. Vielleicht mache ich dazu ein Video. Sonst würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du was gelernt hast. Und abonnieren nicht vergessen, denn so bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja gar nichts drin.